Don't wake me, 'cause I'm dreaming. Money has stars around me and I'm feeling so strong. From 200,000 miles it won't just seem so small. Million stars around me and I want to have it all. From 200,000 miles I'm coming back home. Seit Jahren träumen wir von dieser Wanderung. 5 Tage zwischen imposanten Gletschern, türkisfarbenen Seen und hohen Bergen. Dabei das Gepäck immer auf dem Rücken und die kalten Nächte im Zelt. Doch nun war es endlich soweit. Gemeinsam mit Annikas Schwester Sophia und ihrem Freund Fabian sind wir den W-Track im chilenischen Patagonien gewandert. Tag 3 geschafft! In diesem Video nehmen wir euch mit auf unser Abenteuer. Wir haben wenige Tiefen, dafür umso mehr Höhen erlebt. Ich kann überhaupt nicht fassen, was hier gerade passiert. Wie bei uns nun mal so üblich, verwandeln wir unser Hostelzimmer in Puerto Natales erstmal in ein Chaos, bevor wir dann unsere Rucksäcke für den nächsten Tag packen. Geschlafen habe ich in dieser Nacht eher wenig. Das Fieber und der Husten haben mich wach gehalten. Doch da die Campingplätze der Wanderung bereits Monate im Voraus ausgebucht sind, gab es keine Möglichkeit zu verschieben. Bist du bereit? Ja. Bereits morgens um 7 geht unser Bus Richtung Torres del Paine Nationalpark. Wir werden mit bestem Wetter und mit Blick auf die ikonischen Torres begrüßt. Während wir auf die Fähre warten, stärken wir uns das letzte Mal mit Kaffee und Sandwiches vor dem warmen Ofen. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Wanderung zu gehen. Von Ost nach West oder West nach Ost, so wie wir es gemacht haben. Denn so sind die Torres als absolutes Highlight zum Schluss am letzten Tag das Ziel. Hallo! So, wir sind jetzt Tag 1 des W-Track. 5 Tage haben wir vor uns. Wir sind jetzt mit der Fähre rübergefahren. Über den Lago Grey. Ja, und machen uns jetzt ready. Hier ist nochmal so ein bisschen Camp, wo wir nochmal die Wasserflaschen auffüllen können. Wegbeschreibung schauen. Ja, 11 Kilometer haben wir vor uns bis zu unserem Camp, Refugio Grey. Schauen uns dann den Grey Gletscher noch an und gucken jetzt mal, wie lange wir brauchen. Und los geht's! Insgesamt schleppen wir ca. 15 Kilogramm an Ausrüstung mit uns herum. Aber zum Glück sparen wir uns das Gewicht von Wasser, denn jedes fließende Wasser im Nationalpark ist ungefiltert trinkbar. Während der 11 Kilometer bis zu unserem Camp haben wir wunderschöne Aussichten. Schon ab der Hälfte der Strecke können wir den Grey Gletscher sehen, dem wir Schritt für Schritt näher kommen. Wir sind jetzt am allerersten Camp angekommen, am Camp Grey. Wir werden jetzt erstmal einchecken und dann unser Zelt beziehen, kochen Lunch und zum Sonnenuntergang geht's dann an den Gletscher. Wie war die Wanderung? War in Ordnung. Für den ersten Tag mit dem Sonnenschein ohne Wind war top. Könnte so weitergehen. Wir haben uns hier die Zelte schon vorgebucht, dass wir die nicht mitschleppen müssen und sind sehr zufrieden. Also es ist richtig riesig, hat viel Platz und wir mussten es nicht schleppen. Nachdem wir ausgepackt und die Zelte eingerichtet haben, treffen wir uns zum Mittagessen in der Küche des Camps. Als Mahlzeiten haben wir uns Foodpacks mitgenommen, die einfach nur mit heißem Wasser aufgegossen werden müssen. So sparen wir uns einiges an Geschirr und vor allem an Gewicht. Nach der Stärkung, die ehrlich gesagt so mittelmäßig geschmeckt hat, brechen wir mit leichtem Gepäck nochmal auf, um uns den Sonnenuntergang direkt am Gletscher anzuschauen. Wir werden direkt am ersten Abend mit traumhaftem Licht belohnt. Tag 2 auf dem W-Track im Torres Nationalpark. Heute haben wir fast 20 Kilometer bei 650 Höhenmetern und vollem Gepäck vor uns. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 20 vor 9
Wir haben schon gefrühstückt, alles gepackt, warten nur auf Sophia und Fabi. Und dann geht's schon weiter. Wir hatten eigentlich eine ganz gute Nacht, also ich zumindest. Hier war warm und ich konnte schlafen. Matthias hat viel gehustet, aber Sophia und Fabi haben gefroren wie die Sau. Also gutes Equipment ist was wert. Die erste Hälfte vom zweiten Tag haben wir jetzt schon fast geschafft. Wir haben jetzt 11,5 Kilometer hinter uns. Wir gehen jetzt hier in die Hütte, ein bisschen was essen. Und dann geht es nochmal, ich glaube, 6,5 Kilometer weiter. Die Pause kommt uns gerade recht, da manche von uns aufgrund der schlechten Wettervorhersage schon ans Aufgeben denken. Aber das kommt gar nicht in Frage. Ob wir die Entscheidung bereuen werden, noch wissen wir es nicht. Eigentlich ist Patagonien bekannt für sein extremes Wetter mit ständigem starken Wind. Daher haben wir uns die Wanderung ans Ende der Saison gelegt. Da soll es zwar kälter, das Wetter aber etwas beständiger sein. Bisher haben wir Glück, aber der Wetterbericht lässt uns wenig Hoffnung, dass das so bleibt. Vor allem für den letzten Morgen, an dem wir zu Sonnenaufgang an die Torres möchten, soll es regnen. So, wir haben es jetzt geschafft. Nach knapp 20 Kilometern von Camp Cray über Camp Grande nach Camping Francis sind wir jetzt endlich angekommen. Wir sind müde und erschöpft und freuen uns auf den Hausdusche. Hier sind wir gestern mit dem Boot angekommen. Sind dann hoch bis zum Cray Camp gelaufen. Heute alles wieder zurück, haben hier Pause gemacht. Und jetzt sind wir hier im Francis Camp. Als wir unser Zelt bezogen haben, hat es schon leicht angefangen zu regnen. Hätten wir doch aufgeben sollen, als wir noch die Chance hatten? Mir geht es immer noch nicht wirklich besser, weshalb wir schnell was gegessen haben und früh ins Bett sind. Drei. Zweite Nacht haben wir hinter uns gebracht und es war besser als gedacht. Es war eigentlich Regen gemeldet. Ja, es war, aber ja, es ist trotzdem alles feucht, aber ist schon in Ordnung. Wir haben hier so eine Empore, oder wie man das nennt, und das ist ganz gut. Das Zelt hier ist ein bisschen klein, aber wir wollen uns nicht beschweren, wir mussten nichts schleppen. Das stimmt. Heute haben wir eine Tageswanderung, so 16 Kilometer, ist nicht so weit. Wir haben überlegt, auch schon ein Camp weiterzugehen, weil wir die Torres sehen wollten. Und an dem Zeitpunkt, wenn wir eigentlich da sind, ist schlecht Wetter gemeldet. Aber es kann sich jederzeit ändern, von dem her. Ja. Man kann ja halt einfach nicht umbuchen oder irgendwas, weil die Camps so lange im Voraus ausgebucht sind, dass du da keine Möglichkeit hast, irgendwie flexibel zu bleiben. Aber ist in Ordnung. Jetzt ist heute schon besser als vorher gesagt. Eigentlich hätte es heute schon den ganzen Tag regnen sollen, aber bis jetzt ist es nicht der Fall. Wir hoffen, dass es so bleibt, dass es für die Tageswanderung klappt. Und morgen soll das Wetter auch nochmal schön sein. Also wir geben die Hoffnung nicht auf, am Montag vielleicht auch noch zu Sonnenaufgang die Torres sehen zu können. Und wenn nicht, dann kann man es auch nicht ändern. Wird traurig. Naja, gucken wir mal. Here we go. Here we go. 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 Vamos. Kurz nachdem wir gestartet sind, hat es dann doch angefangen zu regnen. Somit war die Stimmung zu Beginn der Wanderung nur so mittelmäßig. Doch dann haben diese zwei Sonnenscheine ein Lächeln in unser Gesicht gezaubert. Fabi hat für uns übersetzt und erzählt, dass der Song davon handelt, positiv durch das Leben zu gehen und jede Gelegenheit zu nutzen, um zu tanzen.
Ein weiterer Grund, weshalb wir am Ende der Saison die Wanderung machen wollten, sind die Herbstfarben im Nationalpark. Vor allem hier im French Valley waren sie schon recht ausgeprägt, was mein Fotografenherz aufgehen lässt. Spitze Berge, stimmungsvolle Atmosphäre und rote Bäume. Fotomotive, wo ich nur hinschaue. Schöner hätte ich es mir wirklich nicht vorstellen können. Als wir nach knapp 7 Kilometern am Aussichtspunkt Britannico ankommen, kommt auch die Sonne raus und bringt einen Regenbogen mit. Da es aber auch recht windig ist, bleiben wir nicht allzu lange und gehen wieder zu Camp Francis zurück, wo wir noch eine weitere Nacht verbringen. Tag 4. Wir verlassen heute das Camp Francis und wandern bis Chileno. Chileno bis Chileno sind ca. 16-17 Kilometer mit insgesamt 700 Höhenmetern. Und von Chileno wollen wir morgen früh dann den Sonnenaufgang anschauen. Also dann sind es glaube ich nur noch 4 Kilometer von Chileno bis hoch zu den Torres. Das ist für morgen geplant. Heute wird nochmal mit viel Gepäck. Schauen wir mal. Wir sind schon müde und erschöpft, aber wird schon alles. Heute geht's von hier den ganzen Weg bis hier hoch und morgen früh dann hier kurz zum Torres und dann zum Weg. Seit gestern geht es Matthias noch schlechter und auch Fabi hat ziemlich Schmerzen im Knie. Doch da wir uns genau zwischen beiden Ausgängen befinden, haben wir keine Wahl und wir müssen weiterlaufen. Aber zumindest das Wetter ist heute wieder super. Schaffen wir das? Yes, we can. Yes. Zum Glück sind wir schon recht früh gestartet, sodass wir genug Zeit hatten, einige Pausen einzulegen. So haben wir auch andere Wanderer getroffen, denen wir schon mehrmals über den Weg gelaufen sind. Wir sind auf der vierten Wanderung, noch 3,5 Kilometer von Chileno entfernt. Fast und da. Unserem letzten Camp haben noch 250 Höhenmeter. Wie geht's? Ich glaube, man sieht, dass wir ziemlich geschafft sind. Ja. Bin noch ein bisschen angeschlagen, aber... Ja, wir haben so Glück mit dem Wetter. Eigentlich könnte es gar nicht besser sein, aber naja, wenn man schon 20 Kilo auf dem Rücken hat und 3 Tage... hinter sich, dann wird es halt irgendwann anstrengend. Bald geschafft. Tag 4 ist geschafft. Wir sind jetzt hier in unserem neuen Camp angekommen. Jetzt eigentlich haben wir ein Zelt gebucht, aber irgendwie ist das mehr ein Baumhaus. Wir mussten hier ganz schön steil hochklettern. Aber gut, wir wollen uns ja mal nicht beschweren. Wir haben hier ein Zelt. Jetzt gehen wir erstmal heiß duschen. Gerade eben gab es, dann haben wir uns ausnahmsweise mal was aus dem Restaurant gegönnt. Und ja, morgen früh klingelt früh der Wecker und wir hoffen, dass wir die Torres sehen werden. Ist wirklich steil. Naja. Letzte Nacht. Die heutige Nacht war die schlimmste. Ich habe kein Auge zugedrückt. Das Fieber scheint auf dem Höhepunkt zu sein. Als dann um 5 Uhr der Wecker klingelt und es auf das Zelt regnet, wollten wir gar nicht aufstehen. Man wird die Torres sicher eh nicht sehen. Wir haben jetzt 6 Uhr am Morgen. Und unser Ziel ist, den Sonnenaufgang an den Torres zu sehen. Wir haben keine Ahnung, ob das klappen wird. Es hat die Nacht schon geregnet. Und naja, wir schauen mal. Wir sind schon froh, wenn wir die Torres überhaupt sehen.
überhaupt nicht fassen, was hier gerade passiert. Wir sind jetzt da. Es ist pink. Es gibt einen Regenbogen. Keine Ahnung, wie dir was tut. Das frühe Aufstehen und die Strapazen haben sich sowas von gelohnt. Besser hätten wir es uns nicht erträumen können und wir können unser Glück kaum fassen. Aber allzu lange können wir den Ausblick nicht genießen, denn wir müssen unseren Bus zurück nach Porto Natales erwischen. Am Camp Chileno holen wir unsere Rucksäcke ab und von dort aus geht es die nächsten 6 Kilometer nur noch bergab. Wir haben es geschafft. Fix und fertig, aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am Central, nehmen jetzt den nächsten Shuttlebus zum richtigen Bus zurück nach Puerto Natales. Ja, wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Also wir hatten eigentlich einmal nur kurz Regen, auch nicht heftigen Regen, fast kein Wind, also perfekte Bedingungen. Ja, und hier sieht man nochmal zum letzten Mal die Torres. Don't wake me, cause I'm dreaming.